Willkommen zu The Bridge Curse 2, The Extraction. Und zwar ist diese Demo vor einer Stunde rausgekommen. Ich habe es auf Steam gesehen und dachte mir direkt, da gehen wir einmal rein. Es gibt auch einen Part 1, den haben wir, glaube ich, auf dem Hauptkanal oder Zweitkanal gespielt. Werde ich euch unten verlinken. Meine liebe Community sagt euch gerade auf www.twitch.tv/knut-live herzlichst hallo. Und die haben richtig Bock und sind gehypt. Die können ja auch entspannt, so wie ihr, in euren Deckchen sich einwickeln und zuschauen. Und ich würde sagen, wir gehen rein in ein neues Spiel und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und wenn euch das Spiel gefällt, lasst ganz viel Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid, ob wir das Spiel spielen, wenn die Vollversion da ist. Let's go. Sui Lian, 1988 geboren. Das sieht cool aus. This film depicts a murder that took place in Wenhua University's Dao Ren Building in 1960. I've got to get out of here. You are mine. Shu Yo Yi. Shu Yo Yi. Der Klassiker. Even if I die, never get away from you. How is this possible? No. This building traps the souls of all who die here. Shu Yo Yi. We will be together forever. The Hexed Building. September 14th, 7 o'clock. Screening Room. Be there. Oh, or be square. Beware. Geil. Ach, witzig, wir haben gerade einen Film geschaut, oder? Im Spiel kann es sein. Oder war das jetzt gerade der Filmclub? Witzig, wir haben gerade einen Film geschaut. Wie lustig. Hi. Hello, Mrs. Wong? Sue? Where the heck are you? I'm out in the field reporting. Oh. Wait, what? In the field? Lin was just telling me that you're refusing to be put on the entertainment beat. Oh, No, it's not like that, Mrs. Wong. Recently, I haven't been feeling well. Perhaps I didn't make myself clear. All right. So where'd you run off to? I called you more than 10 times and it kept saying you were out of range. I just got to Wenhua University. I'm guessing the connection isn't too good up here. Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video. Bingo! It's Ghost Month. And with this being a creepy ghost story, I figured I could get an exclusive. Come on, Sue. There's no way the school will let you touch that with a 10-foot pole. We basically smeared them with that report on the Huang Tingting missing persons case. How about picking something else? No way, Mrs. Wong. That's exactly it. If I can get something, this story is gonna, like, totally go viral. Fine. It gets pretty spooky up there at night. Be careful, will ya? Yep. Thanks, Mrs. Wong. Okay, um das Zeichen zu bewegen, drücke, um zu laufen, drücke E, um sich zu kauern. Geile Übersetzung. Aber immerhin ist es übersetzt. Okay, und Hauptmenüs hier, Tab. Was ist das hier? Das ist mein sehe ich nett aus. Das ist mein Ausweis. Okay, sehr gut. Detaillierte Ansicht. Ein Mitarbeiterausweis des bekannten Medienkanals United News. Damit können sich Journalisten einfach und bequem gegenüber relevantem Personal ausweisen. Trägt den Namen Lian Shu Yo sowie die Berufsbezeichnung Reporterin. Hat das nicht vorhin auch der Typ die ganze Zeit gesagt, den Namen, oder? Was ist das hier? Mysteriöser Brief. Oh. Ein mysteriöser Brief, den Shu Lian bei sich trägt. Auf der Rückseite steht in krummen roten Buchstaben Wenhua University Büro des Archivars Reporterin Xie Lian, hilf mir, Huang Ting Ting. Okay. Würde ich niemals allein machen. Why am I doing this, Mann? Oh, roter Umschlag mit Geld.
detaillierte Ansicht. Darin befinden sich ein paar Haare und ein 100-Yuan-Schein. Auf dem Umschlag steht vier Säulen des Schicksals für einen besonderen Menschen. Abergläubische Menschen sind der Überzeugung, dass man einen roten Umschlag auf den Boden legen und darauf warten soll, dass die auserkorene Person ihn aufhebt, wenn man nach einem geeigneten Lebenspartner für einen Verstorbenen suchen will. Was? Wenn man nach einem geeigneten Lebenspartner für einen Verstorbenen suchen will? Können wir das liegen lassen? Gruselig. Okay, dann lasst uns mal Germany's Next Topmodel-like mit High Heels hier auf Investigation gehen. Was gibt's hier noch so? Investigatorischer Müll. Ein Fahrrad. Sehr sass. Okay, ich dachte, ich krieg irgendwie vielleicht eine... Ah! Ich wollte eigentlich eine Belohnung, aber okay. Alles gut. Ich habe mich erschrocken. Oh nein! Hey! Who the hell's down here? Niemand! Boah, ist das für eine Katze gewesen, ey. Hey, buddy. Causing trouble, eh? Go on, get out of here. Boah, gut, die Katze hat's auf sich genommen, geil. Glück gehabt. Wuhu! Bitte geh! Geh! Oh Gott, nein! Boah, ich könnte niemals irgendwo Wachmann, Wachfrau sein. Ich hätte so Schiss, dass ich nicht allein bin. Oh. Okay. Das Beste, was man machen kann, ist sich irgendwo reinschleicht, High Heels anziehen. Schön laut sind. Können wir die Katze übrigens auch sehen? So, ich wollte hier eigentlich nochmal auf der Säule gucken, da war doch noch was. Hier, F. Ein Werbeposter für einen Filmclub vom Filmclub aufgenommenen Horrorfilm. Der Film handelt von dem Darren-Mord, der vor vielen Jahren auf dem Campus stattfand. Der Trailer ging aufgrund einer scheinbaren Geistersichtung, die von der Kamera festgehalten wurde, viral. Dies entfachte im Internet hitzige Diskussionen darüber, ob es sich um einen Spezialeffekt handelt oder um Aufrufe zu generieren. What a trailer. It'll be a hit for sure. Oh, wo ist die Katze? Where's the kitty cat? Oh, eine Box. Oh! Oh, süß! Eine Box! Kann ich sie anzünden? Nein, Spaß. Süß, schläft sie da drin? Ich wäre so gern die Katze jetzt. Ich brauch Stray. Okay, ich glaube, wir können reingehen. Katze! Katze! Okay, aufgrund der schlechten Beleuchtung und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken ist der Aufenthalt im oder rund um das Darren-Gebäude nach Mitternacht strengstens untersagt. Zu dieser Zeit werden die Türen verschlossen, bitte verlassen das Gebäude rechtzeitig. Oh nein. Nein, Girl, don't do it. Oh, wieso tust du das? Ich hasse dich hier. Drück und öffne zum Inventar. Was soll ich mit T machen? Ah, oh, da bin ja ich. Cute. Oh, verpasster Anruf. Did you get it? Hello? What? Who is this? The letter. It was so, so difficult to get to you. Wonderful. Das ist richtig Wong. Oh, one more thing. If anything happens, don't hesitate to call me. Huh? Now that you're covering entertainment, I'm responsible for you, Sue. All right, already. Get to it. Warum heißt die Herr Wong? Vater. Was sagt mein Vater? Sue, du kommst heute Nacht nicht nach Hause.
Ja, ich muss Nachforschungen zu einem Fall anstellen. Richte es Mama aus. Ich habe High Heels an, bin extrem laut und gehe auf eine sehr gefährliche Reise. Bist du denn jetzt nicht für die Unterhaltung zuständig? Wieso musst du da Nachforschung anstellen? Du weißt, dass sich deine Mutter wirklich Sorgen um dich gemacht hat, als du Fällen nachgejagt bist. Du solltest wirklich einfach kündigen. Bewirb dich um eine Regierungsstelle. Das bedeutet ein stabiles Einkommen und gute Arbeit. Glaub mir, schroff ablehnen, um den heißen Brei reden. Papa, das Signal hier ist nicht sonderlich gut. Ich muss an die Arbeit. Ruh dich etwas aus. Gute Nacht. Okay, lass uns zumindest wissen, wenn du heute Nacht fertig bist. Hab dich lieb. Ach ja. Okay. Was ist Q und E? Oh nein, bitte nicht. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh no. Why? Why can I do this? Nein! Okay, wieder das Poster. Kendo. Ah! Kendo. Nein. Ich will nicht. Warum fängt das jetzt schon so kacke an? Ich sehe meine Füße nicht. Die Musik ist sehr atmosphärisch. Ja. Okay, ich habe ein bisschen Chillers Art Vibes. Wir gehen mal in die B1. Wir tasten uns von unten nach oben. Das ist sehr romantisch. Redet ein Kind mit mir oder ist es der Aufzug? Okay. So. Gott. Jetzt wie so fein ist, lass uns einfach mal alles entspannt anschauen. Das ist ja gar nicht gruselig. Für $55 und $85? Ein Rap? Oder. Boah, wie teuer ist denn das? Die Inflation kickt aber richtig. Würde ich mir nicht gönnen. Die Getränkchen sind immer so schön. Oh, ein Kaffee. Ich könnte nicht mal wissen. Ich würde gar nicht erkennen, was ein Cappuccino ist. Egal. Okay, was haben wir hier so? Eine riesen Kantine. Ich laufe immer alles ab. Schau mir alles ganz in Ruhe an. Wir haben alle. Oh, Kaka. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben überhaupt keine Angst. Was ist das denn hier alles so? Meine Stöckelschüchen. Und diese dumme Musik. Ich glaube, hier ist nichts sonderlich Tolles. Ist hier vielleicht irgendwo ein Herz drin oder so ein Auge, was ich hier mitnehmen kann? Nee, alles gut noch. Wunderbar. Hier vielleicht so ein Lappen. Ah, da liegt mein Ex wieder. Da ist nichts drin. Habe ich Hunger oder was? Ah, da unten liegt was. Oh nein. Was ist denn das? Unbekannte Überbleibsel. Einige unbekannte Überbleibsel, die in der Cafeteria zurückgelassen wurden. Woher zur Hölle kommen diese... lecker. Nom. Sag mal, wie weit gehe ich? Ah! Ich kann das nicht! Zuschlagende Türen ist zu viel für mich! Also können wir uns sicher sein, dass hier nichts ist mehr? Kann ich bitte gehen? Boah, es ist echt scheiße unangenehm jetzt gerade. Also wir sind uns alle einig, dass hier nichts mehr ist, oder? Ich habe doch alles angeschaut hier. Von einer zuschlagenden Tür bis hin alles. Ich glaube, das passt soweit. Der Tisch hier ist noch ein bisschen sassy angeleuchtet, aber ansonsten bin ich einfach ready to go. Ja, wir gehen jetzt. Danke fürs Essen. War gut. Wenn ich 0 Sterne geben könnte, würde ich es machen. Ha! Mann, diese dumme Stimme. Ich bin halt viel zu schreckhaft. Hör auf, mit mir zu reden. Wieso geht der Aufzug so schnell? Hey, Tina, nur um sicher zu gehen. Der Schlüssel zum Büro des Archivars ist im Raum des Militärausbilders, richtig? Ja. Es ist dir also ernst? Wow, oh mein Gott. Verdammt wild. Nee. Danke für die Hilfe, ohne viele Fragen zu stellen.
Der Artikel lautet dringend gute Bezahlung, Teilzeitstelle. Sieht definitiv nach Betrug aus. Ich untersuche einen Fall, konnte die Details nicht wirklich besprechen. Danke nochmal für die Hilfe. Wie vereinbart arrangiere ich ein Print-Interview mit dem Filmclub. Okay, okay, danke. Super. Oh nein, es ist ja voll groß hier. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ist was. Büro des Archivars, da müssen wir rein. Das heißt, ich muss irgendwo... Aber der Typ, der doch hier Streife läuft, der ist doch 100 pro auch noch hier irgendwo, oder? Kann ich bitte einfach gehen? Will ich nicht. Okay. Gut, 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 gut. Hier ist was. Eine Broschüre für neue Studenten mit einer 2D-Karte des Darin-Gebäudes. Wirf einen Blick hinein, falls du dich verläufst. Oh, geil, eine Karte. Super. Ist super. Was ist denn jetzt schon wieder? M. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. So wie ein Fassmo hier. Ich hasse es so sehr. Oh Gott, es ist furchtbar groß. Okay, doch gar nicht so. Ich stöckle hier mal ein bisschen durch die Gegend. Warum ist die Musik so doof? Boah, das ist aber ein... Sieht aus wie so eine Waage. Mhm, da bin ich aufgeräumt. Ich finde es immer so unangenehm. Computerraum A. Hallo? Ha! Ach so. Mal wieder nicht. Ach Gott, das war ich selber. Oh Gott, das kann man auch noch gegen Dinge latschen. Warum bin ich denn heute so schreckhaft? Ich weiß es auch nicht. Okay, wir laufen mir einfach mal alles ab. Das ist hier ein ekelhafter Raum. Die Stühle sehen furchtbar aus und ich dachte, die in meiner Schule sind schrecklich. Klappstühle. Alles gut. Gut. Kann ich da schauen? Kann ich da reinkriechen? Nein, kann ich. Würde ich nämlich eigentlich gerne tun. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, gell, Kinder? Ihr seht auch nichts. Nee, super. Dann gehen wir. Dann gehen wir weiter, gell? Da ist ein Raum. Da kann ich nicht. Nein. Super. Das ist... Damit hat sich sie erledigt. Wir können runter. Ach, schön. Es geht nicht weiter. Diese Automaten sind so unfassbar laut. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ach, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ja, das hat sich ja gelohnt. Super, da wollten wir doch rein. Wetten, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, natürlich. Ah! Verdammt, ich komme nicht durch. War so klar. Aber jetzt wissen wir immer, wie wir rüberkommen können. Toll. Super. Okay, wir gehen jetzt nochmal hoch und dann gehen wir unter das Gitter. Alles im Griff, Leute. Alles ist in bester Ordnung. Ich stöckel hier ganz schnell hoch. Ich hätte eigentlich echt so Angst, dass ich diesen Sicherheitsmann treffe und mich extrem erschrecke. Das ist auch nichts. Und ich glaube, dass du auch in Japan sehr hart für Hausfriedensbruch bestraft wirst. Was sind das hier für Auszeichnungen? Überall dieser komische Film, dieser Mordfall, der hier überall beworben wird. Aber jetzt gehen wir einfach mal hier drunter. Kauern. Wow, ich habe kauern gelernt. Sehr schön. Das mache ich nachher auch unter der Dusche, wenn der Stream vorbei ist. Oh, der pennt da. Büro des Militärausbilders. Oh, da müssen wir uns gleich reinschleichen. Geil, das mache ich gleich. Moment. Ich muss kurz noch da runter. Kennt ihr das, wenn ihr nie wisst, wo ihr eigentlich hingehen sollt, weil es einfach so groß ist und ihr denkt euch, oh, da geht's. Oh nein, da ist ein Hund. Oh nein. Ja, oh, dafür brauche ich bestimmt die Knochen, oder? 100 pro. Da ist ein Arschhund. Und der kommt... Ich liebe Hunde, aber das ist ein Arschhund. Der kommt jetzt gleich raus und verpetzt mich.
und dann brauche ich die Knochen. Ich gehe da jetzt rein. So, der Wächter, jetzt kommt der Wächter nach unten und sagt, wuff, wuff, ich bin dein Hund, ich schläg deine Füße. Und der so, yes, girl, genau das. Okay, kein Hund. Aber die Knochen sind 100 pro kombiniert in meinem Hirn. Gut, wir müssen leider zum Schnorchenden rein, ne? Die Karte, da sind die Stockwerke nochmal drin. Stimmt, die Karte. Mhm. You're right. Ich mache noch jeden Tag Sport, ja. Also 5 bis 6 Mal die Woche. Also Sport nennt sich Schlaf. Nein, ich gehe schon in Sport. Ich brauche ganz kurz mal ganz viel Wasser. Ich bin so dehydriert. Ganz gefährlich lauter Scheißfernseher. Oh, ganz gefährlich. Oh mein Gott. Nein, ich möchte das nicht tun. Oh Gott, Girl. Hey. Schlaf doch, bisschen Queen. Old fart like me. I never get any goddamn rest. Well. Guess I better make myself busy. Geh. Meine Lampe merkt er nicht. Achtung, Geister hören nicht nur Geräusche, die du machst, wenn du dich bewegst. Sie hören auch Geräusche von Gegenständen, gegen die du stößt und andere Geräusche in der Umgebung. Schön, dass das Spiel mich schon mal darauf aufmerksam macht, dass wir später Angst haben müssen vor Kackgeistern. Gott, nein, ich pack das nicht, bitte. Oh mein Gott, ist das furchtbar! Wie? Hasse es. Ich hasse es so sehr. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ah! Bitte geh weg, ich will nicht mehr. Wie furchtbar ist denn das eigentlich? Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wo der langlatscht. Was macht der Mann bitte mit dem kleinen Mädchen? Am Mönch mit dem Poster. Boah, ist das unangenehm, wie sich die Schränke anhören. Die Schritte. Wo ist er denn jetzt? Ih, der schaut sich das Bild an, ne? Oh mein Gott. Ain't no one better than my ball and chain. I need a bucket! Fällt ihm jetzt auf das Bild. Wie ist der ekelhaft? Catcalling, du Schwein. Also, der läuft aber auch so, als hätte er schon echt lang nichts mehr mit seiner besseren Hälfte gehabt, oder? Der dreht sich jetzt bestimmt oben gleich, oder? Ah. Scheiße. Wohin, Mann, wohin? Wo? Hin, wuhu! Ah! Ich kleb so auf dem Boden, so Slime. Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh Gott, oh Gott. Er dürfte mich eigentlich hier nicht sehen, oder? Let me do it for you!
Idiot. Ich habe eine Taschenlampe und bin Idiot. Oh mein Gott, er ist blind, aber ist okay. Ain't no one better than my ball and chain. My ball and chain. Ey, Bro, was soll die Scheiße? Du bist hier gerade unter Beobachtung. Das laden wir hoch und zeigen es deiner Ball and Chain. Nicht gegen meine bessere Ball and Chain. Geil. Bessere Hälfte Ball and Chain. Gefällt mir. So wie die kleinste Handschelle der Welt. Kurz Tisch ab, Mann. Guck mal, der hat aber auch mehr High Heel an als ich, oder? Okay, jetzt aber. Let me do it for you. I'm gonna do it for you. Connie. Oh, da ist was drin. Ein Lotterieschein, der in einem Paar Schuhe gefunden wurde. Hat jemand vergessen, ihn nach der Prüfung der Zahlen wegzuwerfen oder wurde er vielleicht nie geprüft? Okay, was bringt mir das? Oh, fuck my life, was? Ne. Ah! Shit. Wie konnte der mich denn jetzt sehen? Stupid TV. Na super, soll ich denn da reinklotzen? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Dann gucken wir nochmal, da hinten muss auf jeden Fall was sein. Also ich kann ja in die Schublade nicht glotzen, weil wenn ich aufstehe, sieht er mich ja. Kannst du dich bitte nochmal umdrehen, anstatt jetzt wieder dieses Bild anzuvoyeuren? Die Schränke klingen furchtbar. Schau dir so den Bauchnabel an. Wow. Ain't no one better than my ball and chain. Oh Gott. Das Auge bedeutet, dass er mich gesehen hat. So, jetzt geh bitte. Ich, also in den Schuhen war ja nicht wirklich was Tolles drin, ne? Aber eigentlich müsste ich vielleicht auch noch in die Schubladen gucken. Ich suche doch einen Schlüssel, oder? Vielleicht hat der den ja auch dran. So. Boy, please go. Schlaf doch einfach nochmal. Was ist denn das bitte für ein Dienst, wenn du in dem Raum hier die ganze Zeit den gleichen Ablauf machst, du NPC? Gang, 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 gang. Okay, wir gucken nochmal rein in die Schuhe. Ich gehe jetzt einfach am besten unter den Schrank, dann kann er mich ja wieder nicht sehen, ne? Nein, du Sack, wie kann denn das sein? Ich hasse dich, das gibt's doch nicht. Wie kann denn der mich sehen? Ich hab's doch vorhin auch geschafft. So. Jetzt aber. Oh Gott. Also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Vielleicht gehe ich einfach jetzt schon. Let me do it for you. I'm gonna do it for you. Conny. Oh Gott, ich darf nicht so laut sein. Oh mein Gott. Kommt der Penner auch gleich hier rein, ne? Das war so klar. Oh, da oben. Ha. Ein Schlüssel, der die Haupttür zum Büro des Archivars öffnet. Er wird üblicherweise im Büro des Militärausbilders aufbewahrt. Okay. Oh Gott, Hilfe.
get some! Weiß es nicht, wo der herkommt? Komm ich da raus? Nein, scheiße. Get some! Ah, ich glaube, da hätte ich voll vorbeilaufen können. Der macht Kendo. Oh Gott. Ich hasse das Spiel jetzt schon, ey. Das ist ja furchtbar. Okay, er latscht da lang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Let me do it for you. I'm gonna do it for you. Call me. Ganz schnell raus hier. Ganz schnell. Smooth. Smooth, smooth, smooth operator. Smooth operator. Oh Gott. Also wenn die Geister genauso kacke sind, dann bin ich raus. Sorry. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar dieser Dude. Oh, fuck mal. La. Oh, weg hier. Oh, aber ganz schnell, du. Oh. Oh Gott, wenn die Geister so ätzend sind, dann packe ich das Spiel gar nicht. Oh, schnell hochstöckeln. Oh. Boah, war das ein Pain. Puh. Naja. Machen wir mal weiter. Ich muss jetzt diese Tür öffnen. Aber ganz flott. Und nächstes Mal ziehe ich bitte leise Schuhe an. Das würde schon extrem viel helfen. Und bitte lass jetzt keinen Hund hier irgendwo sein. Jetzt wissen wir nicht, was... Ich glaube, in der Schublade war nichts. Einigen wir uns einfach drauf, dass in der Schublade nichts drin war. So, jetzt machen wir die wieder zu. Okay, wir sind jetzt endlich hier drin, Leute. Was ist das hier? Detaillierte an, eine transparente Tafel mit einigen geometrischen Mustern. Scheint so, als gäbe es mehrere davon. Es ähnelt zudem dem Gemälde an der Wand. Vielleicht sind sie irgendwie miteinander verbunden. Okay, was ist das hier? Ah, okay, ich brauche die andere Hälfte, aber warum auch immer. Was ist das hier? Ein Code? Wir brauchen einen. Ah, okay, bestimmt kriege ich da dann den Code raus. Okay, okay, okay. Danke, Likey. Da ist die andere Hälfte. You better have. Eine transparente Tafel mit einigen geometrischen Mustern. Es ähnelt zudem dem Gemälde an der Wand. Okay, auf so Sachen würde ich halt nie kommen, ne? Nach Untersuchungen des Fall Huang Tingting. An dem Tag, an dem die Studentin verschwand, arbeiteten wir mit der Polizei zusammen und zeigten ihr die Überwachungsvideos vom Hauptausgang. Wir bestätigen, dass sie den Campus nicht verlassen hatte. Huang Tingting wohnte nicht in einem der Studentenwohnheime. Sie nahm üblicherweise einen Bus oder ein Taxi, um den Berg zu verlassen, nach Hause zu fahren. Aussagen von Studenten zufolge wurde sie zuletzt in Daren-Gebäude gesehen. Oh Gott, das ist bestimmt spukt die da jetzt rum. Nochmal, es ist das Daren-Gebäude genau wie der Vorfall im Fachbereich Tanz, der sich 10 Jahre zuvor ereignet hatte. Die Wache entdeckte etwas Seltsames auf dem Überwachungsband des Aufzugs. Nach Benachrichtigung des Vorgesetzten hielten sie eine geheime Besprechung ab und entschieden, der Polizei nur die erste Hälfte zu übergeben. Alle vereinbarten, dass es der Sache nicht dienlich wäre, der Polizei das Masterband zu geben. Na toll, das ist immer schlecht. Das schaue ich mir jetzt hier an. Ach, war das nicht der erste Teil? Oh nein, ich will das gar nicht lesen. Thema, echter Geist im Trailer von Das verhexte Gebäude. Es scheint wieder schaurig zu werden auf dem Campus. Ich bin Erstsemester der Wen Huan, totaler Neuling, ich weiß. Hörte, Wen Huai sei auf der Grenze zwischen ein paar Ying- und Yang-Gebieten errichtet. Scheint als böser Geist und sowas anzulocken. Das Daren-Gebäude sollte in Übereinstimmung mit den 8 Trigrammen errichtet werden, aber sie haben es vermasselt und dieses falsch angeordnet. Also ist nichts mit Feng Shui und nun sind überall dunkle Geister. Das ganze Ding ist verflucht und es gibt seit längerem Getuschel wegen des Aufzugs. Oh nein, das hat auch so mit mir geredet. Manche sagen, es kann dich ins Stock B3 bringen, das es gar nicht gibt, aber das sind wohl nur Gerüchte. Hat sonst noch jemand, der schon längere Zeit hier ist, ein paar Geistergeschichten oder dergleichen auf Lager?
Trottel, wie kann man das vermasseln? 45 KD, die wahnsinnige Ballerina Katzengeist fährt den Bus. Allgemeine Wahlfächer, für die mal sich nicht anmelden kann. So verdammt gruselig. Leere Musikräume, geh nachts dorthin und es wird wirklich gespenstisch. Als ich das letzte Mal allein in den verfluchten Aufzug gestiegen bin, machte der Daueralarm wegen Überbelastung. Ich habe mir die Hosen gemacht. Ih, weil da Geister drin waren. Student, der gerade seinen Abschluss gemacht hatte, sagte, er habe die kopflose Gemahlin gesehen. Das sind alles User. Also DSFD ist ein User, 45KD, Fire Apple, Fehler 404. Das sind alles Berichte, was man hier so alles erlebt. Es gibt Webseiten, die du noch nicht gelesen hast. Shit. Thema. Jüngste Nachricht über die Darren-Videogerüchte. Liebe Freundinnen, Studenten, online machen bizarre Gerüchte rund um das Erscheinen von Geistern im Aufzug des Darren-Gebäudes die Runde. Damit Außenstehende das Campusleben nicht stören, seid bitte besonders vorsichtig und achtsam, wenn ihr irgendwas oder irgendwen im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit begegnet. Wenn euch ein Pressevertreter diesbezüglich kontaktiert, antwortet nicht. Lasst euch nicht auf ein Gespräch ein. Es beginnt bei uns, dieses lächerliche Gerücht am Ende zu setzen. Es gilt uns. Thema: Wenhua Militärausbildertafel. Freunde und Studenten, nächtliches Herumlungern auf dem Campus ist verboten. Denkt daran, euren Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Achtet darauf, vor Verlassen alle elektrischen Geräte auszuschalten. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Oh Gott, Hilfe, was willst du von mir? Das ist alles so falsch, was ich hier tue. Ist einfach nur komplett falsch. Okay. Ach so, kann es sein, dass ich die auch andersrum machen muss? Vielleicht muss ich die andersrum anpacken, ne? Yes. Okay. Einzigartige geometrische Kunst. Eine Collage entstand durch Verbinden zweier transparenter Tafeln. Sie bildet je nach Blickwinkel verschiedene Formen. Versucht sie auf etwas Tiefgründiges hinzuweisen? Ja, so tiefgründig, dass ich es auf jeden Fall nicht raffe. So, was will diese tiefgründige Tafel jetzt von mir? Verdammt, die will mir irgendwas sagen. Wahrscheinlich bedeutet das hier auch noch irgendwas. Und ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, das Rätsel für dieses Schloss, ne? 7006. Woher wisst denn ihr das jetzt schon wieder? Umdrehen. Ah, oh mein Gott, ihr seid ja solche Schnitzel. Ja, natürlich. Aber warte mal, die Zahlen. Dann ist es ja nicht 7. Also 7 ist rot, grün ist 0, gelb ist 0 und 6 ist blau. Das wäre dann 07. 0. 7. 0, 6. Oh nein, das Tape! Oh nein. Ich will es gar nicht sehen. Girl, don't do it, please. Master Tape? Oh nein. Jeez. Can't believe it's still here. Oh Gott. Where the heck can I even play this thing? Gar nicht. Ooh. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, come on now. I'm not that ugly, am I? Didn't mean to scare you there, freshman. You okay? Yeah, I'm fine. You don't look like much of a student. Bit old, I'd say. What with all that pretty makeup and whatnot. Oh. Su Lian, I'm a reporter for United News. Uh-oh. Well, what do you know? You're that sweetheart anchor from the TV, aren't you? I'll tell you what, that screen don't do you justice. Yeah. Anyway, I'm here to interview some students. Oh, this late? Yeah. They must be busy or something. Let me see if I can get a hold of them. Hi, I'm sorry, but the person you called is not available. Please leave your message after the tone. Wer weiß, not picking up? Wait, how can they just leave you hanging like that?
Sorry. Looks like he's busy at the moment, but... Hey, Sarge, can I interview you instead? No. It can be about anything. The campus, the school's history. My boss wants me to do a report on Wenhua. Or maybe you could, like, tell me a story or something? Oh, I gotcha. Can't go back empty-handed, huh? Oh, lucky you. I've got so many stories that I... Well, you came to the right guy. I know everything there is to know about Wenhua University. Hey, but I'd feel like a damn fool standing around blabbing my head off. Let's go to the cafeteria. What do you say? I'll be more comfy. Oh, der scheiß Controller. Oh mein Gott, wir werden jetzt beide sterben. Er wird sterben. Yeah. Let me go make sure everything's okay. You, just wait here. Be back in a few. Du wirst sterben, weil ich die Kassette genommen hab. Glück gehabt, ey. Kann ich nicht noch mehr Kassetten mitnehmen? Da war noch so viel drin. Ich bin da noch ein paar weitere. Oh Gott, okay, zur Cafeteria muss ich jetzt. Okay, das ist jetzt auf. Super. Kann ich nicht einfach dem... Gibt's hier nicht B3? Ah, B3 gibt's. Ich bin mal zu 2 hoch. B3 gibt's noch nicht, ne? Okay, das ist, wieso komme ich denn hier nicht runter? Da war ich ja schon, B2. Das ist einfach nur. Ach so, da war ich ja schon. Okay. Da waren wir schon. Was war das noch mit dem Aufzug? War ja nicht irgendwo eine drin? Ich würde das gehört haben. Was ist los, Bro? Oh, es ist Blut schon wieder und er sagt again. Aha. You okay? Need some help? Sue, what the whooping hell are you doing here? Nah, it's nothing. I'll take care of it. Aha. Ah, how's this? I was just about to buy a drink. You want one? Sure. Whatever works. Alrighty. Come on now, take a seat. Ich hätte so Schiss mit dem. Ich finde den so gruselig. Bitte werd nicht übergriffig, mein Freund. Classic. This'll do the job. So, where should we start? Or what do you want to know? If it has to do with Wenhua, I probably know about it. Ask away. Bist du sicher, dass wir uns beim Blutfleck hinsetzen wollen? Well, what do you know about the Huang Tingting missing persons case? Huang Tingting? Her. Oh, shit. Soll ich auch den Aufzug? Oh, yeah. What a shame. Hey, das ist doch... Kid. Did you know her? Yeah, you could say that. But didn't she end up dead? In dem Wassertank? Body was never found. So, the police just left it as a missing persons case. So wie der Fall in den Wassertank, ne? I see. But after all these years, I'm assuming that she... Yeah. I figured the same. Hey, how'd you get that video? It's online auf YouTube. It's all over the internet. Ah, gut. You haven't seen it? Internet? I'm not too good with computers. And now they've got those tables, tablets... I don't use that stuff. Hey, wait. Why'd you ask about that girl? Actually, I did a special report on the Huang Tingting case a while back. Seeing that elevator again made me think of her. You seem to know so much about the place. I figured I'd ask. True. I've spent so much time up here alone. It's amazing how fast time passes.
Must be tough having to stay up here so late. Nah. It's not like I've got anywhere else to go. Aber auch, dass er böse ist. Get used to it. Böse oder stirbt? Don't get along with your wife? Oh. She passed away a long time ago. From an accident. Oh. Sorry. Ah, it's fine. Lucky here. Such a beautiful wow. nurse. Do you know how long it took me to win her over? She really is gorgeous. She ran the nurse's office here. Bunch of brainless bozos back then. Students would go see the nurse for a damn paper cut. Oh, if it wasn't for what happened. Was denn? Sorry. Was ist passiert? Don't worry about it. Listen to me, huh? Blabbing on about myself. Pretty boring, huh? Oh, not at all. I'm just glad that you're willing to talk to me. Aber es ist auch weird, dass er sich nicht beschwert, dass ich hier reingekommen bin. Thanks. Vor allem diese Musik die ganze Zeit im Hintergrund. You rest here a while. I'll take you to the school history room whenever you're ready. Thanks. Irgendwie ist doch weird. Sagt dem Surgeon, dass du zum Schulgericht. Dass er sich auch nicht beschwert, dass er diesen Blutfleck hier wollte. Wisst ihr, was ich glaube? Ist ja irgendwas mit seiner Frau passiert. Wahrscheinlich ist die hier gestorben und er weiß, dass die hier spukt. Und er will deswegen nicht, dass wir dahinter kommen und bringt alle um, die es tun. Guck mal, die Blutspur geht hier rein. Weil er nicht will, dass die ausgetrieben wird, wette ich mit euch. Guck mal, die Blutspur geht hier rein und hier war er. Ach, guck mal, das hat er weggemacht. Guck, das hat er weggemacht. Dieses Knochen. Unbekannte Überreste in einem Topf. Ein paar unbekannte Überreste, die in einem Topf gestopft zwischen dem Fleisch versteckt wurden. Wer zur Hölle? Ja, er. Das war doch davor nicht. Der hat es weggetan. Er war's. Er heißt wie das Mädchen. Wie er heißt? Er sprach über seine bessere Hälfte, als wenn sie noch lebt. Eben, deswegen ich glaube, dass er weiß, sie spukt hier. Alrighty. Dass er so ein bisschen auch aufpasst, dass keiner das rauskriegt. Oh Gott, Hilfe, ich hab so Angst. Sorry about that. This old elevator's a piece of crap. Mm-hmm. Let's take the stairs. Get some exercise. Mm-hmm. Das ist ganz normal, dass Aufzüge das tun. Bra. Naja, alles ganz normal. Ich folge diesen gruseligen. Oh, da ist ein Brief auf einmal drin. Das war vorhin nicht da. Warte mal, was? Eine rührende Liebesgeschichte über eine vom Schicksal bestimmte Beziehung zwischen einem Menschen und einem Geist, der in einen Verkaufsautomaten beseelt. Ist es vielleicht das Schicksal, eine bestimmte Beziehung zwischen einem Menschen und einem Geist, der in einer Schule und einer Universität heimlich lebt? Ach, was für ein Zufall. Wieso stehen wir... Professor! This here's Professor. He's been here longer than I have. His real name's Pootie. But everyone just calls him Professor. Good day to you, Professor. You're quite the character. Ich laufe diesen gruseligen Mann mal hinterher. Okay, er soll irgendwo in einem Automaten ein Geist sein. Wir haben so viel Geisterform jetzt schon gelesen. Kann es sein, dass die alle hier vorkommen? Das wäre schon episch. Folgt jetzt einfach mal. So Treppen gehen wie du würde ich auch gerne, ohne meine Knie wirklich zu beugen. Das wäre doch wunderbar. Wo man eine Session Stairmaster mal so durchführen. Was redet der denn bitteschön da? Okay, ich habe überhaupt keine Angst vor dir. Und was will er jetzt eigentlich? Ich verstehe es gar nicht. Das war nur ich. Yo, Bro. Ah, kids these days. Nothing seems to scare them. Ach so, wegen diesen ganzen Filmen. Are you worried Filmen. Something might happen? I heard this place is haunted. Haunted? Yeah. If it's before midnight, they can do whatever the hell they want.
Er heißt Wang wie das Mädchen. Ach so, vielleicht ist er auch besessen von der ab Mitternacht. Ich will es gar nicht. Ich hoffe, die Demo endet davor, bevor wir das rausfinden. Hoffen wir doch mal, dass die Demo davor endet, meine Freunde. Guten Abend. Eine Frage, die mir noch nicht gestellt wurde, was darf es? Zur Hölle. Tomaten! Ah! Ich bin so eine Tomatenfresserin, das ist echt abartig. Ich fresse so viel Tomaten. Mhm. This is the school's founder, Xu Wenxiong, right? Somebody did their homework. Ach, der ist irgendwie so nett. He's a good guy. But his eyes really did him dirty. Huh? Oh, nothing. The fellow wore glasses is all. Mit seinen Augen stimmte irgendwas nicht. Du trägst auch Glasses. Warum trägt er nicht nachts eine Sonnenbrille? Das ist doch eine berechtigte Frage. Bestimmt hat er auch gruselige Augen, oder? Kann ich da irgendwie schon mal reinlunzen? Bleib mal stehen, mein Freund. Ich will deine Augen anglotzen. So, wait a minute, boy! Dieses Gebäude wurde von einem ausgewanderten Architekten entworfen. Im Laufe der Jahre hat es aufgrund seines herausragenden architektonischen Stils unzählige Auszeichnungen gewonnen. Okay. 14.8.1959. Fertigstellung des Da-Ren-Gebäudes. Schulgründung Xu Wenxiong posiert gemeinsam mit dem Vorstand, dessen Gesicht... Er hat schon gruselige Augen. Sehen alle aus... Würden sie nicht in das Bild gehören. Ach, guck mal, das ist der Typ mit dem Anhänger aus dem Trailer. Aus dem Film. Der dieses Mädchen getötet hat. Take your time. If you've got any questions, just ask. Ich will deine Augen sehen und zu gucken, ob damit was nicht stimmt. Sind die irgendwie rot unterlaufen? Nee, die sehen normal aus. Okay, lass mich mal alles anlocken. Was ist das hier? Was ist da hinten? Alles zu, ich kann eigentlich gar nichts machen. Okay, my friend. Führungsraum. Okay, ich bin ready. Oh, you want to take some photos? What a fancy camera. In any case, yeah, you can take pictures. Oh Gott, bestimmt ist er jetzt just make sure not to take any of me. Ah, scared? Yeah, my spectacular physique. I don't want your camera to explode. Okay, I'll make sure you're not in any. Oh Gott, bestimmt sehen wir den nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich mache jetzt gleich ein Foto von dem und ich wette mit euch, dass er nicht zu sehen ist. Doch bitte ein Foto von ihm machen, bitte. Darf ich das überhaupt? Das fühlt sich so illegal an. That's fake for sure. Huh? What makes you say that? Look at how new it is. Does that look like it's from the 60s? This building's supposed to be built with the 8 trigrams in the right order. Huh. Which would mean it should drive out evil spirits. This area is teeming with yin and yang energy, and we're on a mountain. It's extremely important to order them properly. Mm. And their direction and angles must be perfectly aligned. Even worse, they were purposefully reversed. Oh nein, was laberst du da? When placed in the reverse order, it draws in evil energy and keeps it trapped inside too. Uh-huh. Which means anyone who dies here turns into a ghost and is unable to escape. Not to mention the constant influx of evil spirits. Mhm, warum weißt du so viel davon? Sure know a lot about feng shui. Impressive. Just a little. I started doing some research later on. If only they hadn't screwed up when they built this place. They just built what they were given. Who would have guessed the architect would purposefully mess with the trigrams? It's got nothing to do with the builders. True. About the rumors of this place being haunted. You've been here for quite some time, so you must have seen a ghost or two. Oh nein, right? Frag ihn das doch bitte nicht. Ghosts, eh? Yeah, but it sure as hell wasn't one or two. How do I put this? Oh god. Wait, ghosts and spirits.
You can't talk about that in your report, can you? Natürlich nicht. Well. Whoa, it's already 11:34. Alrighty, right. About time to get going. You mind if I snap a few more photos of the elevator? No. Time to be going, Sue. Apologies. Again? Ey, wie kann der da freiwillig arbeiten? August 21st? And soon to be the 22nd. No wonder. Wie kann da nur arbeiten freiwillig? Do whatever you need to do. Or maybe I can help. No. Hey, and don't go running around. It's late. Make sure you leave before midnight. Oh mein Gott, warum schmeißt mich nicht raus? Ich hätte so Schiss. Ich still got 20 minutes. I wonder if I can play a video in the screening room. Oh mein Gott, was? Ich soll jetzt noch in den Screening Room? Ey, ich bin doch so irre, oder? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Das ist doch nicht mein Scheiß ernst. Warte mal, ich will noch ein Foto vom Aufzug machen. Oh mein Gott, wie eklig die das auf... Also ich find's geil, wie sie die Stimmung aufbauen. Das ist jetzt so langsam Zeitdruck. Es passieren eklige Dinge. Eigentlich solltest du hier nicht sein. Ich will noch kurz den Aufzug fotografieren. Geht gar nicht. Ah, Mann! Eklig. Ja. Gruselig. Ich wäre sofort abgehauen. Ich auch. Vor allem auch, dass er so nett ist und dass er ja irgendwie weiß er ja was und arbeitet dort trotzdem. Also wie irre muss man denn bitte sein? Jetzt spiele ich dieses Kackmaterial noch hier ab und werde uns alle noch in den Abgrund stürzen. Now it's official. Go. Das ist doch ein bisschen wie das, wo doch diese eine, es gibt doch so ein Video auf YouTube, wo doch eine im Aufzug ist. Die Netflix-Dokumentation habe ich gesehen. Die geht doch dann in so ein Hotel, in einem Wassertank, wurde die doch gefunden. Die hat sich genauso verhalten. Ist auf jeden Fall inspiriert. Die hat genau das Gleiche gemacht. Genau, und Cecil war das im L.A., ne, aus dem Cecil. Das ist so gruselig und die Hotelbewohner haben sich schon gefragt, warum das Wasser so eklig schmeckt und stinkt. Weil da eine Leiche drin war, ne? Das war der Wassertank auf dem Dach von dem Hotel und die hat sich genauso verhalten. Das ist ja gruselig. Cecil Hotel hieß. Genau, das ist klar. Genau so. Ganz genau so. Die heißt Elissa Lahm. Super gruselig. War 2000, am 6.7.2000. Um 0 Uhr. Was war das? No, wait. Das ist doch die vom Bild. Like in the movie trailer. And weird. Did I press that? Oh Gott, wir sind am Arsch. Couldn't be. No. Oh je, das sieht doch jetzt alles schon. Nimm die Öllaterne unter die Lupe. Ach, das ist die Öllaterne. Es sieht doch alles jetzt schon so geisterlich aus, ne? Als wären wir wie ein Phasmo gestorben. Oh nein. Oh nein, das ist ja wie, als wenn wir in Phasmo schon gestorben sind, ne? Oh Gott, ich bin so furchtbar an solchen Rätseln. Oh je, Mine. Ging ja. Oh Gott, nimm doch nicht diese Kacklampe. Oh wow, die ist ja richtig fancy. Ich will auch so eine. There's
nowhere to turn it on. Oh mein Gott, Girl. Genau, nicht anfassen, aber wirklich. Alle Bilder weg. Oh nein. Nimm doch nicht diese Lampe auch, nur ich will auch so eine. Oh Gott, das ist der Typ vom Trailer. Die ist aus dem rausgekommen. Ja. Der ist der Böse. He's evil. Anima-Laterne aufdecken. Halte zur Erkundung mit der Anima-Laterne die Space-Taste gedrückt. Folge den Hinweisen auf der Suche nach interessanten Gegenständen. Richte die Laterne auf die Mitte eines Gegenstandes und halte sie dort, um möglichst versteckte Dinge und Bilder zu offenbaren. Ist das eklig. Ah, das ist meine... Ah, da hinten. Oh... Oh. Zum Glück befinden wir uns nicht in dem Raum eines 12-jährigen pubertierenden Jungen. Da ist wieder was. Ist das eklig. Wo war Blut an der Wand? Scheiße. Wo war Blut an der Wand? Oh shit, wir sind am Arsch. Das ist geil gemacht. Ist wieder was? Hey, das ist geil gemacht. Ich lieb's jetzt schon. He's a liar. Hat er gelogen? He? Who's that referring to? Ja, dieser Typ mit dem weißen Anhang. Oh mein Gott, no, please, no. Er lügt. Oh nein. Ich will nicht kauern. Oh Gott. Die Decke schon über meinen Kopf. Ja, die Knusten sich schon einwickeln. Was zur Hölle ist hier geschehen? Kann ich das nicht lesen? Ich will das lesen. Hilfe. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh Girl. Please don't do. Tu mir nix. Vertreibe böse Energie mit der Anima-Laterne. Amina! The trigrams again. Ich bin so tief entspannt. The display case too. Nothing. Oh oh, wir sind am Arsch. Jetzt kommt B3. Oh oh. Jetzt B3 gleich da. Oh mein Gott, wir sind so dumm. Boah, selber schuld. Emergency Call. Ich bin's, die Nervige von vorhin! Hallo! I'm stuck inside the elevator! Mister, help! It's midnight. What in heaven's name are you still doing here? What's your name? Wong Ting-Ting. Help! Please, hurry! There's a ghost out there! She wants to eat me! Blood! There's blood everywhere! Ach, das ist ihre Stimme! She's going to kill me!
Das war das Mädel aus dem Aufzug. Oh mein Gott. Was? Ihr Nacken ist gebrochen? Der Nacken? Nein. Ah! Oh nein! Nein, Mann, was sieht man doch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie hat keinen Kopf mehr! Ach du Scheiße. Oh nein! Nein! Wann ist das Spiel nicht vorbei? Wenn die Symbole an der Arm-Nima-Laterne vollständig aufleuchten, schützen sie den Träger vor einem tödlichen Geistangriff. Anschließend muss ihre Energie vollständig aufgeladen werden, bevor wir... Oh, das ist so ekelhaft! Ah! Warum kann ich nichts tun? Oh mein Gott, die sieht mich ja gar nicht. Fuck ja, I'm out, Mann. Oh Gott, shit. Ist meine dumme Lampe aufgeteilt? Hilfe, Mann! Okay, okay, I understand. Okay, okay, alles gut. Shit, ich bin am Arsch. Ich glaube, wir sind fucked. Oh mein Gott. Nein, nein, du Ekelhafte! Ah! Das ist ja der Albtraum. Ah! Ist das ekelhafte Scheiße? Sorry, aber das geht ja gar nicht klar. Hilfe. Help me. Help me. Ey, die ist ja richtig schnell, die Sau, ne? Bitte, 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 mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Sie sieht mich nicht. 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 Leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Oh, dieses Spiel. Ah. Wohin muss ich denn jetzt? Ah. Ah. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es. Ah. Wie sehr kann man ein Spiel denn hassen? Um Gottes Willen, ich hasse dieses Spiel so sehr. Um Gottes Willen hasse ich dieses Spiel gerade. Auge weg, ich hab doch meine Lampe. Oh, ach, du Stück. Du elendiges, dummes Weib. Lauf. Nein, der geht auf 3. Scheiße. Lass den Kopf nicht hängen. Der Chat ist heute so makaber, ey. Scheiße.
shit. Oh nein. Oh nein, I knew it. Das Demo ends here. Thanks for playing. Etto Wischlicht. Boah, ey, das ist ein krasses Game. Das wird richtig intenso. Also, wenn ihr davon die Vollversion wollt, dann möchte ich aber mal ganz viel Daumen nach oben da haben, weil das wird wirklich, also danach sterbt 5 oder 10 Jahre eher, wenn ich das durchspielen muss, ne? Ja, krasses Game. Stress, gruselige Monster, Patsch, Patsch, Füßchen, Stress, Stress. Daumen nach oben, ich raus sie und tschüssi.